So, Aufnahme wurde begonnen und wir schauen einmal, ob wir es diesmal wieder. Das klingt besser. Das klingt gut. Ich habe einen Speer in der Hand. Herzlichen Glückwunsch. Okay, hier waren wir stehen geblieben. Wir sind genau mit unserem Familienbesuch. Baue hier mal ein Podest hin für unser Hausboot, Haus, Boot, Haus, Haus. Das Hausboot, Hausboot, Haus. Kannst du das eigentlich bauen, obwohl du schwimmst? Ja, Okay. das ist nicht das Problem. Hallo Fischi. Dann bloß die Größe immer so schwer einschätzen. Ich kann diesen Fisch aber leider nicht jagen, da ich schwimme. Nee, das geht nicht. Okay. Mal gucken. Ob ich überhaupt irgendwas. Ich könnte ja natürlich schon mal anfangen, Bäume zu fällen, Ja, das solltest du, wir werden einige brauchen. ne? Sag Boah, habe ich bloß. mich erschrocken. Was denn? Alter. Ich dachte, hier kommt gerade irgendwas Großes angerannt. Dabei waren das nur die Gänse, die gerade gestartet sind. Boah, kriegst du ja ein Herzklabaster. Das sind die Herzgänse. So. Am Anfang, ich weiß, wir hatten später hatten wir einen Wagen, glaube ich, um das Holz. Ja, es gibt auch einen Wagen. Naja, gut, das machen wir später. Im Moment ist das ja noch alles recht nah. Du musst mir bloß sagen, wohin ich damit kommen soll. Du kannst erstmal ins Ufer legen. Ich bin noch nicht so weit. Gut. Jetzt hier. Dann gehe ich jetzt Bäume fällen. Das ist sowieso meine Hauptaufgabe in diesem Spiel, Bäume fällen. So, 77, das geht noch. Das geht natürlich, da hast du vollkommen recht. Die Frage ist bloß, kommen wir jetzt nah genug dran, um das da einzubauen? Naja, wir brauchen einen Steg, ne? Den musst du gleich mitkonzipieren, denke ich mal. Das geht nicht. Da müssen wir jetzt einen Steg bauen. Ja. Das war ein Baum. Ein Bäumelein. Ich holz mal nicht gleich die ganzen vorderen hier ab, obwohl. Naja, vielleicht ist das Die auch gar wachsen ja nicht. nach, also. Eben, ja. So, eins, zwei. Na komm. Zwei Baumharz gesammelt. Stimmt, man kriegt ja da Baum auch. Hartz IV. Genau, ich lebe von. Oh Mann, nein, der ist so schlecht, den kann ich nicht wiederholen. Warum hört er mal zwischendurch auf zu hacken? Hacken, hacken, hacken. Schachbomb. E. Und E. Das war das Ui. erste Stück Steg. Riesiges Oh, jetzt Holz. hat mich gerade erschrocken, weil Nein, nein, nein. der Steg kurz weg war, als ich im Baumodus aufgemacht Es habe. sind die Gänse. Nee, nichts Gänse. Auch Könnte man gleich schon alle. immer nur zwei Holz tragen? Jo. Okay. Dass sich das jetzt alles aneinander stückelt, ist das natürlich nicht unbedingt alles in einer Ebene. Das heißt, wir brauchen Treppen und Stufen. Ungefähr. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob eine Treppe einfacher ist als ein Steg. Das mal weg. Egal, ich holze hier ab, was das Zeug Jojo. hält. Mach mal. Wir werden. Was? Oh, da rennen sie schon wieder. Zu rennen. Wow, mehrere. Aber ich glaube, die hatten es eilig, die waren zum Mittag. Ach so, na, dann wären sie ja zu uns Hartz IV gerannt. Mittag. Nein, die wären ja zu uns gerannt. Wir sind ja das Mittag eigentlich. Ich halte Bäume. Ich bin Jetzt überlege Baum. ich gerade, komm mal. Ich bin der Baumfäller Joe.
Echtzeit, G.I. Joe. So. Cotton Eye Joe. Nenn mich doch Cotton Eye Joe. Ich kann es echt nicht wirklich gut erkennen. Ich muss mir gleich erstmal gucken, was angucken, was du da planst. Warum ist das jetzt so weit hier? Das ist, von hier oben sieht das voll riesig aus. Wow. Vögel. Ach, bist täuscht. Wird das schon wieder dunkel? Ja, ich glaube schon. Ey, Mann. Ist ja fast wie im echten Leben. Die Zeit rast. Sie nur noch um Stunden handeln. Ja, ne, es will ja auch gut geplant sein. Stell dir mal vor, wir haben ja schon öfters den Fall gehabt, dass wir was gebaut haben und dann abreißen mussten, weil es irgendwie nicht gepasst hat. So, tja, weiß nicht, ob das jetzt gut aussieht. Will dann sehen. Ah ja. Okay, aber der Steg ist irgendwie deutlich niedriger. Kommt da eine Treppe hoch, oder? Wieso? Der schließt doch direkt an, oder? Huch! Ja, man sollte nicht mit Stämmen ins Wasser schwimmen. Naja, ich weiß. Wo ist jetzt der andere hin? Mal Licht, bitte. Ach, der geht dann so schräg hoch? Echt, das geht auch? Das ist eine Treppe eigentlich. Okay. Eigentlich ist es eine Treppe. Eine flache Treppe. So lange habe ich gebraucht, um die ganzen Baumstämme... Oh, ich sehe nichts mehr. Es ist dunkel. Ich glaube, wir sollten schlafen. Es macht keinen Sinn, wenn du jetzt hier alleine weitermachst. Ja, lass mich noch den einen hier. Kann man hier schon drauf laufen? Nee. Nee. Stimmt, das geht ja erst, wenn es fertig ist. Genau, die Baumstämme existieren ja noch gar nicht. Hier wird schon wieder kalt. Okay, jetzt sehe ich wirklich buchstäblich nichts mehr. Warum gucke ich auf meine Hand? Ich kann den hier auch... Willst du schlafen gehen? Oh. Ja, sicher. Im Dunkeln sehe ich hier nichts. Schlafen! Bye bye. Außerdem war dem Typen kalt. Dem Cotton Eye Joe. Oh, es ist Tag. Ich kann Bäume fällen. Oh, und ich muss dringend was essen. Kann man hier von irgendwas essen schon? Ja. Ja, hier links. Das ist getrocknet. Ich weiß nicht, bei dem anderen musst du mal gucken. Ja. Mach erstmal einen heißen Start in den Tag. Das passiert eigentlich nur mir. Aber ich bräuchte mal was zu kriegen. Ja, wir brauchen einen Topf oder eine Schildkröte oder... Ja, Topf habe ich, aber jetzt muss ich natürlich erstmal die richtige Stelle finden, weil das ist natürlich nicht überall gleich, das Wasser. Nicht überall gleich? Das ist schlechtes Wasser. Komm. Ja. Echt? Ernsthaft? War das früher auch schon so? Keine Ahnung, was das Spiel dafür Mucken hat. Okay, das heißt... Und man kann jetzt auch Geld verbrennen. Was willst du denn sonst mit dem Geld hier anfangen? Cool. Trink du das mal und dann machen wir einen neuen Topf drauf. Ich hacke in der Zeit schon mal. Ich hab noch ein bisschen. Lass mich mal hacken. Ich hacke hier und hacke so, denn ich bin der Cotton Eye Joe. Müsste es Baumfäller Joe heißen. Pass auf, sonst bist du Hacke dicht. Vorsicht, sonst bist du gleich Moos. Jetzt die Bäume mal in andere Richtung fällen sollen, dann müssen wir nicht so weit rennen. Ja, ich hatte Angst, dass sie ins Wasser fallen, da kriegt man das so schwer raus. So, ich leg die einfach hier unten erstmal nur hin, weil irgendwie... Baumfeld.
Vorsicht. Wow. Achtung! Ey. Genau auf die Nuss. Ja, ich bin jetzt fast tot. Naja, halbtot. Aber das war echt nicht nötig. Ups. Nee, siehst du, deshalb falle ich dir nämlich bergaufwärts, weil so passiert genau das, was du jetzt machst. Das ist nicht komplett. Oh. Ja, und dann fallen sie ins Wasser und nee, das ist echt nicht clever. Oh, ich sehe gerade, dass die Treppe hier unter Wasser ist. Mhm. Das ist, Naja, schöne Grüße an den Architekten. Aber ich kann sowas gar nicht, also insofern sollte ich die Klappe... Wow, super, ich hab's immer abgebrochen, wir haben einen Baumstamm wieder bekommen. Ach Gott, das war aber früher auch besser. Bin begeistert. Du solltest was trinken. Ja, lass mich noch die Treppe setzen. Gut. Sag mal, ist denn das... Okay, ich muss das ganze Ding wieder abreißen. Oh nein, na gut, ist ja noch nichts verloren. Ich hab zu nah an der Wasseroberfläche gesetzt. Mhm. Muss noch höher. Sonst hättest du nasse Füße gekriegt. Aber dann setze ich das Ding jetzt mal ein bisschen näher, da müssen wir nicht diesen Steg hier noch. Mhm. Nur so, dass die halt nicht gleich... Aber ich glaube, die gehen da nicht rauf, ne? Also die Familienbesuch. Ja, die springen zwar ab und zu mal drauf, aber... Na, nicht, dass man den Eingang direkt vorne hat. Also der muss schon ein Stück weiter hinten sein. Kriegen wir alles hin. Selber nicht bauen wollen, aber Anforderungen stellen. Hm. Ja, so ist das mit modernen Luxussanierungen. Dafür weiß ich, wie man Bäume fällt. Das Lied vom Baumfäller Joe. Sieht lustig aus, wie du da schwimmst und gleichzeitig skizzierst. Siehst du das denn? Nee. Was? Du siehst das nee, nicht? Nee, nein, nein, ich sehe das nicht. Ja, ja, genau. Klein, aber fein, wird reichen. Naja, wir können ja mehrere Etagen bauen. So ein vierstöckiges Hochhaus. Na, und hopp, und gebeben. ...58 Baumstämme brauchen wir dafür. Das ist weniger als vorhin. Ups. So, spulen Sie an dieser Stelle vor und sehen Sie, wie wir das Haus inrichten. Kannst du da nicht so eine Zeitrafferausnahme draus machen? Ja, ja, kann man, aber dann hört man natürlich nicht mehr die ganzen hochintelligenten Kommentare vom Baumfäller Joe und der und dem Laborwissenschaftler PetLab. War hier nicht noch mehr Bäume? Sag bloß. Oh, wir kriegen Besuch. Wo? Ich weiß nicht, ich habe irgendwas gehört. Ja, ich habe sie blöde lachen hören. Ah, hallo. Ach da. Haut er gleich ab. Das ist typisch Verwandtschaft, ne? Erst blöde lachen und dann weg. Ich hol's mal weiter. Ausgewichen. Au. Hey, geh kein Risiko da ein. Au.
Brauchst du Hilfe? Oh, ja, hier sind zwei. Ich bin weg. Ciao. Na, geh ins Wasser, mein Gott. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Einfach nur ins Wasser springen. Ach, jetzt landet... Ständig landet so ein blöder Vogel da bei mir auf dem... Mein Gott, diese Lache. Ich wünschte, ich könnte den Baumstamm nach ihm werfen. Ja, 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 ja. Sehr gut. Boah. Vorsicht. Und. Ja. Ja, ich würde sagen, der sitzt hier fest. Nein, sitzt er nicht. Jetzt rennt er weg. Der nächste. Oh, der andere hat einen Stock. Ich habe auch einen Stock. Genau. Ich habe auch einen Stock. Ist da echt ungünstig. Oh. Nö, eigentlich stehe ich ganz gut. Wenn er ankommt. Auf. Er haut dich ganz schön. Ich ihn aber auch. Die sind aber wendiger geworden. Naja, der lacht nicht mehr. Kannst du gleich Knochen fabrizieren, genau. Boah, meine Gesundheit ist im Arsch. Wir brauchen eine Bank. Ach, da ist der andere. Vorsicht. Ja, ja. Nein, dann gehe ich lieber ins Wasser. Ich muss sowieso was trinken. Dringend. Er ist abgehauen. Oh, wo ist der Topf? Will man hier in Ruhe die Natur zerstören? Hast du den Topf runtergenommen? Ja. Okay. War mein Topf, hast du keinen eigenen? Na doch. Und ich kann jetzt hier nicht einfach Wasser nehmen? Mal gucken, es geht nur an einer bestimmten Stelle irgendwo. Also bei mir zumindest. Hm. Das ist ja dämlich. Immer diese Greenpeace-Aktivisten. Also ich will hier Bäume fällen. Hier schwimmen Bäume tauchen. Im Wasser. Schlecht. Hm. Ja, weil du schon wieder in die falsche Richtung hakst. Ich wieder schuld. Ja, ich mach das nicht. Von mir sind hier keine Bäume. Sag mal, irgendwo muss man doch Wasser holen können. Ich glaube, Greenpeace-Aktivisten lassen sich davon nicht beeindrucken, wenn du mit dem Kopf rumrennst. Ah, hier. Ich habe Wasser. Ich werde eine Brühe kochen. So, die Knochen muss man da mal einsammeln, sonst verschwinden die wieder. Vorsicht, geh weiter, geh weiter. Ich komm hier nicht weg. Würdest du bitte einfach endlich mal Land aufholzen? Tu mir einfach deinen Gefallen. Mach ich doch. Nee, machst du nach wie vor nicht, du holst quer. Da oben die sollen bergauf fallen, die Stämme, nicht umgekehrt. Alles andere hier unten ist echt unsinnig. So. Ja, Knochen, genau. C. Genau, ich springe erstmal ins Feuer, weil ich ja schon nicht tot genug bin. Aber ich soll die Bäume landaufwärts fällen. Ich bin tot. Ich liege im Wasser und bin tot. So. Die Knochen sind gerade despawned. Ja, cool. Super. Ganz toll. Das hat es ja voll gebracht. Und mein Topf auch. Klasse. Der steht noch da. Oder stand ja. Gerade noch da. Ja, jetzt nicht mehr. Und ist auch nicht mehr im Inventar. Warte, dann mache ich den Topf fertig. Das ist ja vielleicht selten dämlich. Also man sieht ihn hier noch im Feuer. Aber ich kann ihn nicht mehr auswählen. Naja, wenn er kocht, dann kannst du ihn auch nicht auswählen. Das Feuer ist aus. So, da liegt jetzt einer.
Und da liegt noch einer. Oh, jetzt haben wir diesen Bug, wo wir jetzt unendlich Töpfe machen können. Ich kann keinen davon... Ich kann einen sehen, aber ich kann ihn nicht greifen. Warte mal, dann nimmst du jetzt den hier, den ich hier drauf stelle, und ich nehme einfach den. Nein, ist jetzt nicht wahr. Ich bin schon wieder tot. Ey, okay. Bevor wir irgendwie weiterbauen, ich brauche eine Bank. Ich habe null Gesundheit. Das bringt nichts. Die Bank hilft dir bei Gesundheit nicht. Die hilft dir nur bei Ausdauer. Tja, ich habe nur noch ein Medizinröllchen, wenn ich das jetzt nehme. Ach, würde ich nicht machen. Wenn wir nachts schlafen, dann... War denn der Baum hartsam? Toll. Trinken, ja, ich weiß, dass ich trinken will. Ich weiß bloß nicht. Oh nein, Vogel, nicht schon wieder. Ja, Zwitscher, verpiss dich. Oder ich schmeiß dich hier ins Feuer. Wie kann ich denn trinken, verdammt nochmal? Ja, du musst warten, bis das gekocht ist und dann geht das in der Regel auch. Sehr gut. Aber ich kann den Topf nicht nehmen. Doch, Sehr gut. Ich hab da mal einen Baumharzsammler gebaut. Nur so zur Info. Ich habe gerade was gegessen und meine Anzeige zeigt mir an, dass ich gar nichts mehr an Nahrung habe. Ich habe ein kleines Fleisch auf den Grill gelegt. Kannst du nehmen? Der Grill ist gerade ausgegangen. Fang wieder an. Okay, der ist total am Zittern und am schwer atmen, der Typ hier, weil er halt wirklich null Gesundheit hat. Ja, dann isst du jetzt gleich das kleine Ding und dann geht's dir schon besser. Mann. Da sind gerade zwei Hasen gegen den Baumstamm gelaufen und habe ich gedacht, nutze ich die Gelegenheit. Das kenne ich vom Lurch. Das brutzelt aber lange. Ja, wenn du es Medium Rare haben willst, dann... Ich würde es ja gerne überhaupt mal runternehmen, aber... Jetzt ist das Ding aus, das Feuer. Vorsicht, ich mach's wieder an. Das Fleisch sehe ich immer noch nicht. Na, ich seh's. Fleischstück gesammelt. Das hat irgendwie nicht funktioniert. So, jetzt nochmal. Boah, der Junge atmet wie nach einem Herzinfarkt. Kommentar. Überschrift dieser Folge: Der schwerkranke Baumfäller Joe. Ah, ich kann essen. Du meinst Asthma Joe? Ja, er klingt ein bisschen asthmatisch. So. Gesundheit. Auch hier mal eine Bank hin, weil die Erschöpfung ist doch. Anders. Ich stelle die denn mal hin. Yeah. Zwei Baumstämme braucht die hast du gerade. So, ich glaube, die Zeit ist. Oder? Ernsthaft? Guck mal. Dann müssen wir an dieser Stelle schon wieder schließen und enden. Ja, da ist ja bei dir richtig viel passiert. Ja, total. Macht nichts. Freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dahin kann er sich ein bisschen ausruhen. Wir sollten Invalidenfernsehen. Wir müssen abspeichern, bitte. Ja, das stimmt. Lass mich die zwei Baumstämme noch hier reinzimmern.
Ich speichere Hast du das vorsichtshalber Fleisch auch jetzt mal. gegessen? Ja, habe ich. Der ist. Du einmal abspeichern. Hast du? Okay.